als Gast zugeschaltet habe ich heute den Marco Kunz. Der Kunz ist unterwegs aktuell mit ganzen Haufen Konzerten. Herzlich willkommen, Marco. Ja. Danke vielmals. Schön, dass ich da bin. Hallo. Du hast in den letzten Tagen und in den letzten Wochen relativ viele Konzerte. Du bist mit einer Weisch noch unplugged Konzerttournee unterwegs. Was muss man da drunter verstehen, Marco? Weisch noch? Geht es da weit zurück? Geht weit zurück, ja. Also wir wollten vor allem mal eine Akustiktour machen, eine Unplugged-Tour. Und Kunz ist in dem Sinne schon eigentlich recht unplugged. Unsere Instrumente sind ja alle sehr. Was soll ich mit dem sagen? Die sind schon unverstärkt. Wir haben Gitarren, die akustisch sind, das Hackpad ist akustisch, Gig ist akustisch, also alles akustisch. Und wir haben gleich das Gefühl gehabt, wir könnten noch mehr. Wir sind jetzt so lange unterwegs gewesen und haben Konzerte gemacht, wo die Leute einfach mittanzt haben und wo laut sind, wo Partys waren. Und wir wollten mal etwas Intimes machen, wo die Leute einfach hinhocken und geniessen dürfen. Und ich habe mir dann überlegt, ich möchte noch etwas Spezielles machen. Ich möchte einfach die Lieder, also wir haben alle umarrangiert, dass sie halt noch etwas anders tönen. Und nicht nur das, ich habe gefunden, hey, weisst du noch, hat das sehr viel mit Erinnerungen zu tun. Und wir gehen eigentlich an diesem Abend zusammen durch das Leben, durch das ganze Leben. Und ich will die Leute mitnehmen an Momente, an Nächte, Tage, wo sie nicht mehr können vergessen, nicht mehr vergessen. Und die sich gerne daran zurückerinnern, eben halt, weisst du noch. Und das ist eine ganz schöne Erfahrung, die wir da machen, seit wir die Konzertreihe gestartet haben, weil es so ein besonderes Konzert, ein besonderes Programm ist. Und du kommst ja auch für mehrere Konzerte in die Ostschweiz, nicht nur in der Innerschweiz, genau. Sondern in der Ostschweiz bist du natürlich auch mit dabei. Bist du dann schon zum Beispiel mal in Wiel oder in Landquart gewesen? Genau. Ich bin noch nie in Wiel oder Langquart. Langquart haben wir schon mal gespielt, aber in Wiel noch nie. Und das freut mich, weil in Wiel habe ich das erste Mal den Emil gesehen, auf seiner Abschlusstour. Und das ist ganz, ganz lustig, dass ich in das Lokal zurückgehen darf, wo ich als Luzerner, meine Luzerner gesehen habe in der Ostschweiz. Und jetzt darf ich zurückgehen und auf die Eco spielen. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf die Ostschweiz natürlich. Und ja. Du bist auch überall unterwegs, habe ich gesehen auf deiner Liste. Sogar bis auf Fisch runter geht es. Mhm. Also quer durch die ganze Schweiz. Ist es schwierig, genau. Zu promoten für die Tour jetzt nach dieser langen Zeit, wo man nicht hätte können spielen? Jetzt findet ja überall Konzerte statt, habe ich das Gefühl. Jetzt sprießen Konzerte quasi überall aus dem Boden raus. Ist das nicht ein bisschen schwierig? Ja, man merkt schon, dass die Leute zum Teil immer noch Billett von verschobenen Sachen, die jetzt endlich stattfinden. Man merkt, dass das nicht mehr der Vorverkauf früher ist es stärker gewesen. Die Leute haben schon Billett gekauft, dann gewusst, vielleicht ist es gar in einem halben Jahr, dann kommt das Konzert. Heute ist alles kurzfristiger und die Leute rollen noch nicht ganz so wie vor Corona, das merkt man schon. Und gleich mehr dürfen uns gar nicht beklagen. Wir haben wirklich gute Besucherzahlen und einfach ein mega schönes Publikum, das total Freude hat, mit uns die Abend zu verbringen. Und es gibt uns auch immer gute Energie und das freut mich mega. Ja, und das andere merkt man, also nicht nur ich, auch Kollegen, oder, die sagen, dass es schwieriger ist, Billett zu verkaufen. Das ist ja so. Das Schöne ist, an unseren Fans oder die Kunz können oder wenn können lernen, sind viele Leute, die einfach das Vertrauen uns schenken und ein Billett kaufen und denken, das kommt dann schon gut. Und ich habe jetzt noch niemanden gehört, der enttäuscht gewesen wäre. Im Gegenteil. Sind alle eher überrascht, dass es etwas Spezielles ist. Und das macht natürlich Freude, dass die Leute, die auch noch so viele Jahre jetzt halt schon unterwegs sind, auch das Vertrauen geben und sagen, hey, Kunz ist schon immer eine gute Liveband gewesen. Komm, wir gehen einfach mal schauen oder mal hören. Und das kommt uns jetzt, glaube ich, zu gut. Und das ist natürlich mega, mega schön. Weil es ist schon, wir sind 8 Leute auf der Bühne. Wir sind im Gesamten, an diesem Abend sind 14 bis 15 Leute auf dem Platz, oder, die hier für die Show arbeiten. Und der Name steht zwar Kunz drauf, oder ich allein, aber eigentlich sind dort eben 14 bis 15 Leute, die einfach daran arbeiten. Und das ist eine grosse Gruppe, die da mitmacht, dass wir so etwas auf die Beine stellen können. Umso schöner natürlich, wenn es aufgeht und genug Leute kommen, dass wir auch Gage zahlen können, natürlich.
Und jetzt gehst du mit dieser Weisner-Tournee auch für das zweitägiges Planetarium, quasi in deiner Heimat, im Verkehrshaus Luzern. Planetarium ist ja jetzt nicht wirklich gerade eine Konzertlocation. Nein, gar nicht. Aber das Planetarium hat etwas, was wir schon lange mal davon geträumt haben, und zwar eine Projektionsfläche im Himmel, wo man Bilder projizieren, Videos projizieren. Und wir haben gefunden, das ist jetzt genau die richtige Tour für das. Eine Tour, die auch eine Geschichte erzählt. Und wir wollen das noch eine Ebene höher bringen, eine Ebene mehr hineinbringen, um zu sagen, hey, es wird einfach noch fantastischer, noch intimer. Und ich freue mich extrem, weil es ist etwas Einmaliges. Und ich glaube, das werden wir nicht so schnell vergessen. Es wird ein weiser Moment für uns sein. Und das Planetarium ist auch so besonders, weil es hat ein bisschen mehr als 200 Plätze. Also es wird sehr, sehr kuschelig. Also alles wird sehr nah. Die Leute sind extrem nah bei uns, bei den Bildern. Die Leute sind eigentlich fast schon auf der Bühne mit uns. Und das macht sicher neu, speziell auch für uns. Es wird etwas ganz Neues sein. Wir sind in der Mitte, haben 360 Grad rundherum, die 200 Leute, die am Zuhören sind. Und ich bin gespannt, was es für Reaktionen wird geben, auch von uns aus, wenn jetzt plötzlich obendrauf noch Bilder laufen und wir am Singen und am Spielen und am Musik machen und die Leute einfach rundherum eigentlich kann man eben entweder aufschauen, zu uns schauen, man kann da gut zu dürfen und Musik hören. Ich bin mega gespannt, was es mit dem macht, was es mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern macht. Und ich empfehle natürlich jedem und jeder, der gerne Musik hat, der gerne vielleicht sogar Kunst hört, ins Planetarium zu kommen. Das wird etwas ganz Einmaliges, Besonderes. Und wir sind ja zum Vorbereiten und ich habe das Gefühl, es wird mega, mega schön. Da könnt ihr mir vorstellen. Tickets für die ganze Tour kann man einfach auf deiner Webseite, glaube ich, überkommen. Das ist am ringsten, genau. Kunstmusik.ch. Und dort Konzerte. Findet ihr alles. Genau. Und die Konzerte. Findet man alles, wenn ihr noch mehr wissen müsst. Vor ein paar Tagen ist eine Single-Auskopplung vom neuen Album von der Sina rausgekommen. Da hast du ein Featuring gemacht. Kannst du noch etwas über das erzählen? Wart auf mich. Wart auf mich, ja. Ja, ich habe ein sehr strenges Jahr gehabt und nebenzu kommen so Anfragen über. Und ich habe gewusst, Sina ist im Studio und sie hat gefragt, hey, würdest du noch etwas aufnehmen? Und ich habe gesagt, ja, wenn mich Sina anfragt, dann sage ich per se eigentlich einfach mal ja. Es ist fast eine Freundin geworden von mir. Ich mag sie mega gut, wir haben schon ein Projekt zusammen gemacht. Und hatte noch kurz Zeit gehabt, bin schnell ins Studio gegangen, schnell einsingen. Und ich habe es gar nicht so mitbekommen, dass es ein Single wird oder ein Duett wird. Ich habe mir so das Gefühl, ich wollte mich als Background-Sänger, was ich auch gerne mache ab und zu. Und der Song ist schon fertig aufgenommen und rausgekommen und die ersten Leute haben den gehört und dann habe ich Rückmeldung bekommen. Das ist ja ein super Song, aber der Mann, den ich dort sozusagen mime mit meiner Stimme, sei ja völlig ein dummer Sieg und so. Und für mich auch kein Segen. Da dachte ich, was? Das ist kein Liebeslied. Das muss ich doch hören. Das war ein bisschen peinlich im Nachhinein. Es ist eine wunderbare Geschichte. Sina hat ja ganz viele Geschichten geschrieben oder zusammengeschrieben mit Autorinnen und Autoren. Und es ist eine mega tolle Geschichte von einer Schattenfrau, die ich eben auf den Typ warte. Ich sage, nein, warte auf mich, du bist die Einzige, die gleich nie kommt. Oder? Und ich bin der Typ dort. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach ein Liebeslied dabei. Man muss genau anhören. Aber du hast ja auch schon früher auf Open Air hast Duett oder Featurings Sina unterstützt, oder? Ja, sie mich. Ich habe sie mal gefragt, was sie jetzt vor mir gespielt hat. Und gefragt, kommst du noch schnell auf die Bühne 1 spielen? Und dann hat sie gesagt, hey. Dann haben wir Backstage den Song schnell eins durchgesungen und dann sind wir auf die Bühne und los. Und das ist mega schön, wenn man so Sachen kann machen kann unter einem Musiker und Musikerinnen, dass man einfach miteinander ja, die Bühne teilt oder Musik teilt und zusammen Musik macht. Und Musik teilen tust du jetzt eben, wie gesagt, auf deiner Weisner Unplugged-Tournee. Wir wünschen dir ganz gutes Gelingen für dich quer durch die Schweiz durch und freuen uns natürlich auch, dass wir bei uns in der Ostschweiz dich empfangen dürfen. Danke vielmals und alles Gute. Danke noch vielmals. Gute Zeit. Tschüss zusammen.